Ich meine, wir müssen hier alles tun, um das Unheil abzuwehren. Diese Rebellion wird mit allen Mitteln niedergeschlagen werden. Wir werden ein Europa erleben, das despotisch, sprich diktatorisch beherrscht werden wird. Noch sind die Parlamente funktionsfähig. Die Menschen, die für das Gemeinwohl sind, für ihr Land einstehen, sind einfach die Besten des Volkes. Diese Euro-Rettungspolitik, die in den drei Verträgen eben niedergelegt ist, neben anderen Rechtsakten, setzen ja eine rechtswidrige Politik fort. Schon die Einführung des Euro war mit dem Grundgesetz unvereinbar, weil das ja die Hoheit, insbesondere die Geldhoheit, Währungshoheit Deutschlands aufhebt. Und die ist ein zentrales, unverzichtbares Element der Souveränität eines Volkes als der Freiheit der Bürger. Jetzt ist der Euro gescheitert. Und die Konsequenz dessen wäre, dass man das Abenteuer Währungsunion beendet. Das ergibt sich aus den Verträgen. Die Währungsunion darf nur eine Stabilitätsgemeinschaft sein, auch nach dem Grundgesetz, nämlich explizit nach Artikel 88 des Grundgesetzes und nach dem Sozialstaatsprinzip. Aber die Union ist gescheitert und jetzt will man sie aber retten. Schon deswegen ist die gesamte Rettungspolitik mit dem Grundgesetz und mit den Verträgen der Europäischen Union unvereinbar. Es kommt aber hinzu, dass der ESM uns ja in einer außerordentlichen Weise eben in Anspruch nimmt, zunächst mit 190 Milliarden Euro, die wir niemals aufbringen werden können. Aber es wird ja nicht unbedingt dabei bleiben. Man muss jetzt schon sehen, die meisten anderen Teilnehmer werden ihre Beiträge zu dem Stammkapital nicht leisten können. Und dann wird man von Deutschland mehr fordern. Und Deutschland wird auch dem wieder zustimmen. Das ist ja nur der Einstieg. Es kann also ganz andere Summen geben, aber auch diese Beträge sind nicht mehr zu leisten. Und wir können, wenn wir die Gewährleistung übernehmen, davon ausgehen, wir werden diese Beiträge auch zahlen müssen und wir werden sie nie zurückbekommen. Das liegt auf der Hand. Das ist das Hauptproblem des ESM und es ist ohnehin mit Staatsprinzipien nicht zu vereinbaren, dass die andere Staaten, praktisch deren Sozialpolitik, aber auch deren Bankgeschehnisse von uns finanziert werden. Der Fiskalpakt verlangt ja eine Reduzierung der Staatsschulden, nicht nur eine Minderung der Neuverschuldung, der sogenannten Nettokreditaufnahme, sondern eine Rückführung bis unter 3% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist unleistbar. Wir müssten dafür in Deutschland alleine bei den niedrigen Zinssätzen etwa 20 Milliarden im Jahr aufwenden. Das können wir nicht. Wir haben die Staatsschulden noch nie reduzieren können. Nie kann jemand, so wie die Finanzwelt ist, die Staatsschulden reduzieren. Und wir können es nicht, die anderen können es nicht, sind aber dazu verpflichtet. Und wenn wir das nicht machen, können finanzielle Sanktionen auferlegt werden, was auch undenkbar ist. Für andere Staaten noch viel unmöglicher, das zu leisten. Das ist der Kern des Fiskalpaktes, der im Übrigen Wachstumsillusionen verfolgt, die also in keiner Weise fruchten werden. So kann man Wachstum nicht kreieren. Weiterhin ist ja wichtig die völlige Umgestaltung der Währungsunion als eine Stabilitätsgemeinschaft in eine Haftungsgemeinschaft, Schuldenunion. Das leistet der neue Artikel 136 Absatz 3 des Arbeitsvertrages der Europäischen Union, der in einer ganz offenen Formulierung für den Fall, dass es notwendig ist, um die Stabilität der Währungsunion zu wahren, dass unter strengen Auflagen dann eben Hilfestellung gegeben werden kann. Was sind denn strenge Auflagen? Wie sollen die durchgesetzt werden? Das ist ja in keiner Weise definiert. Strenge Auflagen heißt, dass wir in die Politik der anderen Staaten, in die demokratisch legitimierte Politik einwirken und davon eben die Hilfe abhängig machen. Das ist mit Souveränität der anderen Völker in keiner Weise vereinbar. Es kann Deutschland auch im Übrigen ganz genauso gehen. Also die strengen Auflagen sind klar völkerrechtswidrig, aber im Übrigen
ist das eine Umwandlung der Stabilitätsunion in eine Union der Instabilität. Der Sache nach wird es zum wirtschaftlichen Niedergang aller Unionsstaaten, die beteiligt sind, führen. Und ich kritisiere, dass auch diese Neuregelung durch ein vereinfachten Vertragsänderungsverfahren durch Beschluss der Staats- und Regierungschefs etabliert, was auch der Zustimmung des Parlaments bedarf, dass dadurch gegen den Vertrag der ganze Vertrag ins Gegenteil verkehrt wird, durch eine Regelung, die rechtlich völlig unbestimmt ist, und das widerspricht dem Rechtsstaatsprinzip. Das sind die Kernelemente. Es kommen noch andere Elemente dazu, insbesondere die Politik des Systems der Europäischen Zentralbank, die jetzt die wesentliche Staatsfinanzierung übernommen hat, was ich auch angegriffen habe, was aber nicht im Eilverfahren ist. Die Wirtschaftsregierung, die etabliert ist über Wirtschaftsaufsicht, durch europäische Rechtsakte, den sogenannten Sixpack. Und dann kommt noch der Euro-Plus-Pakt dazu, der in weicher Weise auch Wachstum erzeugen will, was auch nicht geht. Alles gegen das Sozialprinzip, das Stabilitätsprinzip und das demokratische Prinzip. Zusammengefasst, diese Regelungen schaffen nun endgültig den Bundesstaat. Und der Bundesstaat ist gekennzeichnet durch die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im gesamten Bundesgebiet. Das will man ja erreichen. Der Bundesstaat setzt aber voraus, dass die Völker sich öffnen für einen Bundesstaat Europäische Union, der die eigene Souveränität wesentlich überträgt auf die Europäische Union. Das sieht das Bundesverfassungsgericht auch so. Diese Öffnung muss erst beschlossen werden durch ein Referendum in allen Völkern, in Deutschland, in den deutschen Ländern. Davon sind wir weit entfernt. Also eine solche Bundesstaatspolitik ist allemal anerkanntermaßen verfassungswidrig. Wir müssen davon ausgehen, dass die politische Klasse diese Euro-Rettung bis zum bitteren Ende fortführen will. Der Euro muss gerettet werden, koste es, was es wolle, sagt die Bundeskanzlerin. Der Grund ist der, dass man mit der Euro- und Euro-Rettungspolitik in Wirklichkeit den europäischen Staat erzwingen will. Wenn es geht eben nur durch die politische Union, meint man zu Recht, also wird die politische Union entgegen Vertrag und Verfassung eben aufgebaut. Aber die politische Union ist der europäische Bundesstaat und den muss man dann eben auch abhängig machen von den Volksentscheiden der Bürger. Aber man wird die Politik fortsetzen. Und diese Politik wird unvermeidlich in den wirtschaftlichen Niedergang aller Völker führen. Also im Süden Europas ist es ja nun schon nicht mehr hinzunehmen. Die Rezession und die Deflation, die damit verbunden ist, die ja noch gar nicht zur Inflation geführt hat, aber irgendwann führen wird. Das betrifft auch mehr und mehr Frankreich. Und das wird Deutschland mit in den Abgrund ziehen. Jetzt ist schon angedroht eine Absenkung des Ratings auch Deutschlands. Es wird auch kommen. Die Zinsen werden nicht bei 0% und Minusprozenten bleiben. Sie werden ansteigen, dann nicht mehr zu finanzieren sein. Die Verschuldung Deutschlands wird enorm wachsen und wird nicht mehr leistbar sein. Man wird die Bürger dann in jeder Weise in Anspruch nehmen, ihre Vermögen, die ja nicht gering sind. Man spricht von 9 Billionen privaten Vermögen, jedenfalls an kurzfristigen Einlagen spricht man von 2 Billionen, die werden in Anspruch genommen werden durch Kontosperrungen. Aber auch die Grundstücksvermögen werden durch Zwangsanleihen belastet werden. Das haben wir ja alle schon mal gehabt. Das Gold wird beschlagnahmt werden. Man wird jedenfalls ein Goldhandelsverbot eben aussprechen. Also die Vermögen sind eigentlich gemäß der Verschuldung schon längst eigentlich verausgabt. Sie müssen nur noch in Anspruch genommen werden. Sie sind eigentlich schon verloren und es ist sehr schwierig, sie irgendwie noch zu retten. Also die Bürger werden schwer betroffen werden und wir werden eine scharfe Deflation erleben, also einen Rückgang der Wirtschaft. Und das wird durchaus auch Nöte heraufbeschwören und auch den ganzen Warenverkehr schwer belasten. Wir haben ja noch eine ganz gute Infrastruktur, die natürlich auch mehr und mehr nachlässt, aber die sicherlich sehr viel besser ist als die Infrastruktur 1929 bei der ganz großen Wirtschaftskrise. Insofern befürchte ich nicht, dass es so schlimm wird. Es wird aber so schlimm, dass wir eine schwere politische Destabilisierung erwarten müssen. Es sind eigentlich Gegenkräfte noch gar nicht da. Die Bevölkerung wird dann gegebenenfalls
rebellieren. Und diese Rebellion wird mit allen Mitteln niedergeschlagen werden, und zwar auch durch ausländische Polizeikräfte. Dafür sind die Truppen aufgebaut, Eurogent. Also es wird eine Zeit des Versuchs vielleicht wieder zum Recht zurückzuführen durch Revolution, aber es wird im Zweifel nicht erfolgreich sein. Der Umsturz ist weitestgehend gelungen, und wir werden ein Europa erleben, das despotisch, sprich diktatorisch beherrscht werden wird. Die einzige Chance dagegen ist, dass die Menschen in Deutschland und anderen Ländern sich politisch gruppieren, besinnen und anders wählen. Noch sind die Parlamente funktionsfähig, dass die Parlamente aufgrund anderer Besetzung andere Politik machen und einfach diesen Weg der Europäischen Union, der weitgehend von den Vereinigten Staaten von Amerika eben gesteuert ist, dass sie das beenden und zurückfinden zu einem europäischen Europa, einem Europa der Völker, der Republiken, die bestmöglich zusammenarbeiten aufgrund von Verträgen. Aber wir brauchen die Brüsseler Bürokratie nicht. Ich sage mal ganz deutlich, wir brauchen diese europäische Fahne, die blaue mit den 12 Sternen, in Europa nicht. Ich möchte die irgendwann in meinem Leben mal nicht mehr hier flattern sehen. Wenn es auch nicht auszuschließen ist, so würde ich also mit einer wirklichen Versorgungskrise noch nicht rechnen wollen. Aber ganz ausschließen kann man die nicht. Und das ist dann ja wirklich vom Allerschlimmsten. Aber vielleicht sollte man schon daran denken, dass man sich die nötigen Regale in den Keller stellt und die mit Büchsen da versieht. Die Vermögen zu sichern ist eine ganz schwere Übung. Da die richtigen Länder zu finden, in denen man vielleicht sein Vermögen anlegt. Ich habe gar keinen Zweifel, dass man dann die Rückführung der Vermögen nach Deutschland unterbinden wird. Da wird die Kapitalverkehrsfreiheit eingeschränkt werden. Sie werden das Geld gar nicht einführen dürfen. Und das heißt, im Prinzip müsste man das Land verlassen. Aber nicht jeder will das Land verlassen. Ich will es nicht verlassen. Ich meine, wir müssen hier alles tun, um das Unheil abzuwehren. Und ich bin froh über jeden, der hier bleibt und seinen Mund aufmacht, seine Meinung sagt, in seinem familiären Umkreis politisch wird, nur vielleicht auch die richtige Politik mal macht, nicht nur daran denkt, Karriere zu machen, wie komme ich persönlich weiter, sondern wie kommt das Land weiter, was kann ich für mein Land tun und damit für Europa. Diese Kennedy-Frage, die mich immer sehr beeindruckt hat. Also frage nicht, was kann das Land für dich tun, sondern frage, was kannst du für das Land tun? Die hat auch mich immer beeindruckt. Und ich glaube, danach sollten wir uns verhalten. Und wenn die Menschen, die meisten sind ja kritisch, aber viele machen auch die Augen zu, wollen nicht sehen, was ist, wollen ihre Verantwortung nicht übernehmen. Also das sollte anders werden, indem man nicht einfach schweigt und sich auch natürlich nicht verhetzen lässt und in die falsche Ecke schieben lässt. Die Leute, die Menschen, die für das Gemeinwohl sind, für ihr Land einstehen, sind einfach die Besten des Volkes und nicht irgendwie auszumerzen.